Im Leben läuft es nicht immer so. Im Moment ist der Hype um die gesamte Abteilung, um unsere Spieler, die rausgekommen sind, aber auch um unsere Ergebnisse ist riesig. Naja, aber das ist für uns eine riesen Herausforderung und eine riesen Verpflichtung, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und da wird es uns nicht immer gelingen, so viele Spieler rauszubringen. Da wird es uns nicht immer gelingen, Meisterschaften zu holen, weil alle anderen eben auch gut sind. Aber ich glaube, wenn man mit diesen Erfolgen positiv umgeht, demütig umgeht, intelligent umgeht, dann wird man uns später, auch wenn es mal nicht ganz so gut läuft, auch nicht verdammen, wird man uns das auch verzeihen. Aber ich kann eins garantieren, dass wir alle gemeinsam auch in Zukunft dafür eben alles geben werden, ähnlich erfolgreich zu sein wie jetzt. Was wären wir Trainer ohne die wahren Protagonisten, nämlich unsere Spieler? Ja, die Spieler sind die Hauptdarsteller und wir Trainer haben vielleicht eine kleine Nebenrolle. Und wenn die für mich im Moment etwas größer ist, diese Nebenrolle, ja, dann ist das temporär. Ist irgendwann auch wieder vorbei. Gehe da ganz gelassen mit um. Freue mich natürlich sehr für den Club, für unsere Jungs. Aber zusätzlicher Druck ist das für mich nicht, weil ich weiß, dass wir das nächste Spiel am Mittwoch schon in Bochum. Wir werden es gewinnen oder nicht gewinnen. So wird das weitergehen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir jetzt einfach, dass wir irgendwie eine Siegesmaschine sind. Das sind die Spieler, das sind keine Maschinen, genau wie das Trainerteam nicht. Von daher eher mit großer Gelassenheit, aber eben auch das Ganze als positive Herausforderung sehen.